Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen Star Wars Battlefront 2 Multiplayer Video. Erstmal vielen, vielen Dank an alle treuen Star Wars Zuschauer hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr die letzten Videos unterstützt habt und auch kommentiert habt. Hat mich sehr gefreut, dass ja doch einige hier einschalten bei Star Wars. Ja, heute ist mal was Neues losgegangen, wo ich das hier aufnehme. Und zwar hier, eine Seite wählen. So, ein kleines Event. Season ist gestartet. Schließ dich der ersten Ordnung an oder kämpfe für den Widerstand. Man kann jetzt eine Seite wählen, für die Fraktion dann Punkte holen und bekommt dann ja zusätzliche Belohnungen, wenn eine Season dann vorbei ist. Hier steht aber gar nicht dran, wie lange eine Season geht. Und steht halt, schließe die letzte Jedi-Herausforderung ab, damit deine Gruppierung die Season gewinnt und du spezielle Belohnungen erhältst. Dein Schwur gilt nur für diese erste Season. Alle Spielinhalte bleiben verfügbar. Und es sind auch zwei neue Helden dazugekommen. Auf der einen Seite haben wir Finn und auf der anderen Seite haben wir Captain Phasma. Und ja gut, ich wähle mal einfach die erste Ordnung, weil Ordnung in der Galaxie muss sein. Die Belohnungen, die hier dran stehen, sind eigentlich das Gleiche. Ich weiß nicht, ob sich da noch groß was ändert. Okay, erste Ordnung wählen. Bist du sicher? Ja, Gruppierungen können später nicht mehr geändert werden. Diese Wahl gilt für die gesamte... Für die Gesamtheit von Der letzte Jedi und alle Inhalte, die du während des Events freischaltest. Okay, egal, ich nehme die erste Ordnung. Ich bin erste Ordnung. Ah, jetzt hat sich da auch mein Emblem geändert auf der rechten Seite, das holographische. Nicht schlecht. Mal gucken, was sich damit auf sich hat. Ja, wenn euch das Video heute auch wieder gefallen sollte, könnt ihr das Ganze gerne, gerne wieder unterstützen mit einem Daumen nach oben. Aber hier so als Held hier drin ist die gute noch nicht. Hier muss ich ja noch Chewbacca freischalten, bevor ich da alle habe. Mit Ingame-Credits natürlich. 10.000 Credits kostet das. Ich habe nur 1.700, weil ich mir jetzt hier noch den Imperator freigeschaltet habe. Jetzt brauche ich noch einen. Ja, aber die schaltet man sich frei mit Ingame-Credits, die man nach einem Spiel bekommt. Da wurde ich ja auch in den Kommentaren schon gefragt, ob man sich die kaufen muss. Ja, mit den Credits, die man erspielt. So. Gut, ich werde heute eine Runde mit dem Officer nochmal spielen. Hier der Officer mit diesen Sternenkarten. Verbesserte Blendgranate, verbessertes Kampfkommando und Kopfgeldjäger. Und als Waffe die Blurk, eine Burst-Waffe. Okay, dann gehe ich mal rein in die Spielersuche, Multiplayer, und dann starten wir mal rein. Eine Runde Angriff heute. Und da wurde eine Runde gefunden. Auf Kashyyyk wird hier gespielt. Officer wählen wir. Und da sind wir auf den Seiten der Klone. Okay, Klonkrieger, keine erste Ordnung. Naja. Ist ja immer map-abhängig, wo man das spielt. Klontruppenoffizier wird gespielt. Geht in 10 Sekunden los, die Runde. Ja, die Blurk auf jeden Fall. Nette Waffe auf jeden Fall. Ich habe da ja schon den verringerten Rückstoß freigeschaltet für den Burst. Und wenn ich jetzt noch ein paar Kills mit der Waffe mache, dann schalte ich noch einen vierten Burst dabei. Dann ist es nicht ein Dreier-Burst, sondern eine Vierer-Burst-Waffe. Kampfdroiden der Separatisten sind gelandet. Kaboom! Sie wollen anscheinend unsere Kommandoposten ausschalten. Sichert diese Ziele. Okay, geht los. Oh, also was freundliches Wetter heute. Das letzte Mal, wo ich diese Map als Video gespielt habe, war hier ja Nacht. Das kann man sich hier nochmal umsehen. Wie man sieht, habe ich ein paar Effekte ausgestellt. Mein Bild ist jetzt ein bisschen klarer und sauberer, weil ich habe Filmeffekt ausgestellt, Filmkorn-Effekt ausgestellt und Bewegungsunschärfe ausgestellt, weil ich das so im PvP hier im Multiplayer echt lieber mag, wenn das clean ist. Der läuft halt einfach an dem vorbei. Oder ist noch einer? Sprengsatz-Countdown bei Ziel Beta. Geschütz bereit. Ich stelle das Geschütz mal da oben hin. Kommen die von da? Na? Warum macht hier keiner aus? Da steht immer einer mit der Pumpgun drin. Meistens, wenn der an ist. Deswegen macht der keiner aus. Aber wir haben es gesichert. Wir bleiben hier außen. Eigentlich hätte ich auch hier mein Geschütz hinstellen können, an dieser Seite hier. Wäre bestimmt auch eine feine Sache gewesen. Hast du ihn erwischt? Hat er wohl erwischt. Jetzt haben die drin gelegt. Verteidigt ihr da drin auch was? Natürlich ärgerlich, wenn wir da einen Punkt verlieren hier. Wobei einer natürlich immer leichter zu verteidigen ist als zwei. Wir wurden alle für die Schlacht geboren. Blendgranate rein.
Keiner erwischt. Vielleicht kann ich die von hier hinten umlaufen. Muss nur aufpassen, dass mir keiner in den Rücken fällt. Ah, war nicht so gut geschossen. Ah, den Punkt verlieren wir, glaube ich. Ah, die sind da auf jeden Fall noch. Ah, ausgeschaltet. Sauber, Digga. Digga, ey. Nicht schlecht. Bin noch nicht gestorben. Was ist da los? Mein Geschütz steht immer noch hier oben. Ich muss das wirklich mal umstellen. Gleich mal deaktivieren hier. Habe ich jetzt? Ne, das steht immer noch da. Zünden. Oder mitnehmen. So. Einfach mal mitnehmen. Und dann stellen wir das Ganze hier hin. Automatikgeschütze an bei Alpha benötigt. Hab ihn. Der kommt rechts, oder? Der kommt da rechts. Der steht auf jeden Fall noch hinterm Leiter. Da oben drauf. Wow, mein erster Tod. Wie kann der da oben rauf? Wusste ich noch nicht mal. Und dann hat er mich leider auch gesehen. Du und ich. Du und ich? Ich und du? Komm schon. 19 Leben haben die Guten noch. Oh, ein Jetpack-Trooper hier schon unterwegs. Sieht man, ich bin heute mal wieder der sehr, sehr defensive Spieler. Sprengsätze bei Ziel Alpha Effekt. Da ist immer noch einer drauf. Ach, ich wollte schnell das Geschütz legen und sofort wieder wegrollen. Der steht da immer noch rum drauf. Warum schießt denn keiner runter? Dann guckt er auch sofort wieder zu mir. Ich wollte schnell das Geschütz hin und dann nach hinten rollen. Hat leider nicht mehr gereicht. Mano. Aber wenn ich den da sehe, dann müssen doch Mitspieler aus meinem Team den auch mal sehen, oder? Aber gut, von mir aus kann der da oben so viel rumgammeln, wie er will. Sobald er, solange der hier nicht die Bombe legt, geht er mir echt nicht auf den Sack. Was sind denn die Leute? Ey, ich habe eine geile Position, kann viele Kills machen. Ja, aber du verlierst die Runde. So, Geschütz steht. Ich renne nochmal rein, um zu verteidigen. Yay, ich hab einen Kill gemacht da hinten beim Geschütz. Wenn hier reinläuft, ist es immer so dunkel. Er wird hart rumgeballert. Ah, ich wollte da schnell noch eine Granate reinwerfen. Einen wenigstens gekriegt. 9? Na, die meisten Kills in meinem Team. So, die Gegner haben nur noch 8 Leben. Das heißt, die Punkte, die ich bisher gemacht habe, bewahre ich mir auf für die zweite Runde. Dann kann ich nämlich immer in der zweiten Runde schön hier entweder den Wookie-Krieger oder Raketentruppler spielen. Den jetzt noch einzusetzen, wäre Verschwendung. Weil die, wie gesagt, nur noch 3 Leben haben. Siehst du, da ist das auch schon wieder deaktiviert worden. Keiner mehr da. Schön verteidigt. Sie haben Sprengsätze bei Beta aktiviert. Ich glaube, hier kommt gleich einer. Hier sind Klone. Boah, mit der Blendgranate. Ah, ich hab dich trotzdem noch gesehen. Hab ihn erledigt. Boah, da kommt noch einer. Hilfe. Zum Glück nicht so richtig hart geblendet, sondern nur so ganz knapp noch am Rand gewesen. Konnte ich ihn noch sehen und wegschießen. Na, raus. Ja, der steht da wieder mit der Pumpgun drin. Hä? Durch die Wand oder was? Von da? Hat er mich noch so knapp da stehen sehen? Ist ja furchtbar. Jetzt sind beide Bomben gelegt und es ist Verlängerung? Das ist doch nicht euer Ernst. Die haben doch keine Leben mehr gehabt. Ah. Pass auf, jetzt gewinnen die noch die Runde. Sprengsätze offline. Ziel Beta ist sicher. Okay, der ist sicher. Drin ist auch noch zu knapp. Ich bleib jetzt lieber mal hier, bevor ich da auch noch reinlaufe. Ah, wir haben den Punkt verloren. Automatikgeschütze online. So, Geschütz nochmal schnell hingestellt.
Ja, das war's. Da ist die Verlängerung abgelaufen. So, theoretisch könnte ich nämlich jetzt schon als Truppler kämpfen. Der hätte 3000. Guck mal, da brauche ich noch einen Kill oder sowas. Das meine ich nämlich, wenn man die erste Runde da ganz gut Punkte macht, kann man sich die hier aufsparen und hier in der zweiten Runde dann einsetzen, um als zum Beispiel Wookie zu kommen, wie der hier. Weil in den Gegnerteam, sage ich ja, in Gegnerteam, die machen ganz gut Kills, aber wenn die sich nicht um die Ziele kümmern, dann sind die Kills sowas von irrelevant. Mache Granate scharf! Hab ihn. Ah, das wieder, er ist wieder oben. Das ist wahrscheinlich der gleiche, der da immer oben rumgeiert. Auf dem Gleiter drauf. Na, er war fast tot. Dann verzieht er sich erstmal, der Schisser. Ah, wer ist hier, ne? Wer ist hier der bessere Schütze? Ich nicht. Aber ich habe dich trotzdem gekriegt. Mit der Blurk. Die Waffe heißt, wie wenn man sich übergibt. Blurk. Die Blurk. Sprengsätze wurden bei Alpha platziert. Warum kommt ihr in dem Moment rausgelaufen, ey? Legen die Bombe und verteidigen da nicht? Ah, es sind keine Schützen da gerade. Scheiße. Das ist natürlich auch ärgerlich, wenn du die Punkte hast, aber kannst dir dann die Dinger nicht holen. Hat sich jeder die Punkte aufgespart bis zur zweiten Runde? Das Gerät bei Alpha darf nicht detonieren. Ich glaube, wir verlieren Alpha jetzt. Jetzt haben die da mehr Druck gemacht. Countdown ist schon hart, ja. Und da ist er weg. Wir haben Ziel Alpha verloren. Oh ja, wir haben Ziel Alpha verloren. Ich buff noch immer meine Truppe. Hier, den Wookie buffen noch. Jetzt kommen sie wahrscheinlich vielleicht auch mit dicken Kampfdruiden an hier. Automatikgeschütz bereit zum Feuer. Ah, wieder der Typ da. Hab ihn. Ja, das ist wieder Doom. Oder Dom. Immer der gleiche, der da läuft. Da ist einer auf der Rampe. Granate auf dem Weg. Dann Granate raus. Hm. Okay, die haben das schon alles unter Kontrolle. Hier mal aufpassen, wenn ich um die Ecke gehe. Ist da wieder oben. Was habt ihr nur davon, wenn er immer da oben hingeht? Okay, war jetzt ein anderer? Schon wieder. Und wieder Dom. Es war wieder Dom. Es sind immer die gleichen Dummen, die da oben hingehen. Ja. Bei der Ehre von Grayskull. Grayskull. Unten jetzt. Headshot. Oh, eine Fünfer-Serie. Wie kann das nur sein? Oh, da ist ein Droide hier reingelaufen. Oh, nicht runterrollen. Mein Geschütz steht da nicht mehr, leider. Komm, dann stell das Geschütz mal hier hin. Geschütz bereit. Da stehen die nämlich auf und ballern da rein. Oh, oh, oh. Ein Truppschild? Ah, dem gelegt. Ich bin hier alleine. So, er ist noch geblendet. Einen habe ich. Aber da hinten zwei große Zerstörer-Druiden. Vielleicht kann er ja trotzdem einer da deaktivieren, dass wir Bombe. Ich kann immer noch keinen holen. Alle Wookies sind besetzt. Ah, jetzt habe ich den Jetpack-Truppler. Ah, der Raketenwerfer war vielleicht ein bisschen voreilig. Ah, oben. Na, auf dem Dach. Immer auf dem Dach.
Ah, wir haben es gesichert. Noch 5 Leben. Ich kann das nochmal als Jetpack-Truppler starten. Oh, das wird so knapp. Jemand noch auf dem Dach. Ah, ich hab ihn mitgenommen. Es war wieder Dom. Dom, der immer überall irgendwo oben steht. Entweder auf dem Gleiter oder auf dem Dach. Jawohl, wir haben gewonnen. Aber diesmal haben wir gesiegt. Gute Arbeit, Jungs. Geht doch. Ha, Dom hat aber nicht die meisten Kills in seiner Runde gemacht. Da ging einer ganz gut ab im Gegnerteam. Aber ich glaube, der stand immer nur hinten und hat Kills gemacht. Auch noch ärgerlich, dass die Leute dann auch noch auf dem ersten Platz stehen. Wie man sieht, hier der im Gegnerteam da mit 35 Eliminierung. Damit hat er die Kills gemacht. Aber ja, hat er auch mal die Bombe gelegt oder so? Weil, ja, das ist. Ich sehe das immer so. Man muss den Spielmodus halt auch so spielen, dass man auch gewinnt. Also versuchen, wirklich alles versuchen, um diese blöde Bombe zu legen, damit man da gewinnt. Auch noch Sachen riskieren, mal reinstürmen, um da das Ding zu legen. Und beim Verteidigerteam natürlich genau das Gleiche, die Dinger verteidigen und versuchen da das Ding zu entschärfen und so weiter. Und da sind mir dann eigentlich, wie gesagt, die Kills halt egal. Weil wenn ich wirklich nur Bock habe, ein bisschen rumzuballern, ein bisschen auf Kills zu spielen, dann spiele ich halt Gefecht oder sowas. Wo ich andere Leute da nicht beeinflusse oder störe dabei, indem ich nur auf Kills spiele. Weil das sind halt, das meiste in Star Wars ist alles zielbasierend. Auch im großen galaktischen Kampf ist alles zielbasierend. Man muss immer irgendwas ausschalten, irgendwas einnehmen. Und da finde ich das wichtig, dass man da dann auch drauf spielt. Ja, vielleicht hat euch das Video gefallen, hier ein bisschen als Offizier zu sehen. Also das Gameplay. Und dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sage ich wie immer, ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein.